Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Metro Exodus. Jetzt gehen wir da runter. Jule hat recht, was die Einheimischen betrifft. Das ist die Stelle. Mist. Das sind noch Kinder, die schon lange einer Gehirnwäsche unterzogen wurden. Deshalb sollten wir mit ihnen Erbarmen haben. Ein Gitter also? Gitter also. Dann lasst uns loslegen. Oh, muss ich doch erstmal die Aussicht anschauen. In Ordnung. Ich hebe es an und du schlüpfst durch. Okay. Kommst du mit? Bebe? Nein. Na los, die Scheiße ist echt schwer. Sorry, sorry. Los, los! Na los, die Scheiße ist echt schwer! Ne, ich glaube, da passiert nichts weiter, oder? Hier gleich nochmal los, los. Komm bitte! Schade. Großartig! Wir treffen uns da oben. Oh! Oh! Ja, dazu wurde ich noch nicht rasiert. Sorry. So. Was soll ich denn machen? Nicht nützlich. Niemand gehen, niemand dumm. Wir hier stehen ganz brav, sinnlos. Besser jagen gehen, dummen finden, zu Sklave machen. Mehr nützlich so. Du recht hast, Völker! Was zum... So. Mach jetzt hier immer ganz fix aus. Ich möchte mal ganz schnell gucken, ob es denn hier irgendwas gibt. Nee. Okay. Oh, die Fliege. Die sah gerade sehr nah aus. Schneller, verdammt! Du arbeitest oder Hundfolgen! So. Ach, der schläft da drüben. Oh. So. Habe ich das nicht gleich ausgemacht? Mist. Ich wollte kurz sagen. So. Nur weil er uns jetzt ernsthaft... Rette mich, oh heilige Flamme. Behüte mich vor Szenen von Scheitern. Rette mich, oh heilige Flamme. Ich will nicht sterben. Gekommen, um uns zu töten. Uns alle zu töten. Oh, ist das laut. Alter, ist das dunkel. Wow.
Oh shit. Oh! Guck mal an. Der Saale töten wird. Mörser töten, Sklaven töten. Der eine töten, ihr Feind, der böse Sohn von Scheitern. Okay. Ich hoffe, ich lasse den nochmal schlafen. Ich entspringe, Mörser! Warum so lange? Der Tod? Nein, er lebt! Hier! Komm, Hilfe! Ich habe alle Tod gefunden! Hilfe! Alle herkommen! Scheiße! Oh! Ich kann nicht mehr laufen? Ich kann nicht mehr laufen? Gut, ich hätte vielleicht doch noch mal ein bisschen warten sollen, aua. Gut, wir sind aber schlecht animiert. Naja. Okay. Schade, dass es jetzt nicht komplett silent war, aber noch hat sich ja, ich sag mal, keiner gemeldet. Von den da oben. Na gut, okay, eigentlich können sie es ja nicht mitkriegen. Außer es ist ein Alarm dann draußen, aber vielleicht habe ich ja diesen Alarmtypen gerade so gesehen damit gekillt. Okay, komme ich nicht lang. Na, wie gesagt, ich kontrolliere mal jede Ecke, jeder Winkel. Ratzt. Okay, schade. Nein, nicht schade. Alter, was? Und ich kann es nicht mitnehmen? Bin ich voll damit? Nee. Zu viele. Naja. So, erstmal nachladen, ne? Da geht's. Damir, Artyom, Miller hier. Die Aurora ist bereit zur Abfahrt. Wie ist die Lage? Ende. Da waren mehr Feinde als erwartet. Wir sind auf dem Gelände, aber Gyul ist weg. Krass. Warten auf unser Signal. Ende. Verstanden. Miller, Ende und aus. Damir! Damir, was hast du getan? Ach, klasse. Ich hab mir unnötig Sorgen gemacht. Ach, die haben hier oben aufgeräumt. Ich hab gute Neuigkeiten. Der Tank ist voll. Genau das, was wir brauchen. Noch ein Zug?
Es gibt aber auch schlechte Neuigkeiten. Das Tor ist verschlossen und wir können ihn nicht rausbringen. Herr Oberst, Damir hier. Wir haben den Takt gesichert, aber es gibt ein Problem mit dem Tor. Verstanden. Dann gehen wir zu Plan B über. Handelt entsprechend. Siehst du, das Kabel verbindet das Tor mit dem Turm. Aber wie kommen wir dahin? Ach, sieht nach einer ordentlichen Festung aus. So, ja, da links jetzt sowieso meine da. Meine Herren, ihr habt doch wohl nicht ernsthaft vor, unsere Festung anzugreifen. Respekt so. Vor eurem Mut, aber es wäre eine Vergeudung, euer Leben einfach so wegzuwerfen. Wer von euch beiden ist der Anführer? Komm hier hoch, wir müssen etwas besprechen. Hör nur, wie dieser Mistkerl redet. Jetzt zeigt er ein völlig anderes Gesicht. Aber wir haben ihm einen dicken Knüppel zwischen die Beine geworfen, was seine Pläne betrifft. Nimm die Waffe runter und komm hoch. Ansonsten müssen wir ein sinnloses Blutbad veranstalten. Ah, jetzt hat er Angst, wa? Nein, hat er natürlich nicht. Ich bin natürlich nur verarscht von ihm. Was man natürlich nicht macht, sowas, ne? Ganz klar. Ich halt bis jetzt noch gedrückt und er wirft. Ah, okay. Puh. Stimmt zu, mach das! Jule, wo bist du? Öffnet das Tor und lasst unseren Gast verhalten! Ich habe einen Plan. Ja, was passiert hier wohl? Andere Möglichkeit. Okay. Wenn wir nicht aus dieser Wüste verschwinden, sind wir so gut wie tot. Viel Glück, Artyom. Wenn das Ding schief geht, werde ich... Naja, ich werde tun, was ich kann. Die Ausrüstung an. Ach, verdammt, das sind zu viele, um sie zu zählen. Motorarbeiter. Oh, Mann. Sogar ein paar Frauen. Wenn ich doch ein verdammtes das Quartier des Barons ist vermutlich ganz oben. Komm her. Penthouse, nennt man so etwas. Und mach einen Bogen um die Stinker und dann weiter. Huch! Hör sofort damit auf! Was zum Teufel glaubst du, wohin du gehst? Lass das! Deine letzte Chance! Du verlierst gerade dein Leben. Gut, dass du auf mich hörst. Los, was dauert das so lange, verdammt nochmal? Das schaffst du mit geschlossenen Augen. Ich sieh dir nur die verdammte Schönheit an, die Wind für den Boss baut. Ach da. Das ist ein gewöhnlicher Wagen, würde ich sagen. Bist du blind oder was? Reparier die Scheiße! Kizik Milliard, du seht doch nah, Messias! Das sind wirklich einige! Warum zum Teufel haben wir dich gestern gefüttert? Mir leid tut, Meister! Ich bin ein Sklave! Das war nicht Absicht! Sei still! Ich werde dich lehren, wie man dient! Mir leid tut, Meister! Das ist großartig! Hier könnte ich mich nie... Halt deine verfickte Schnauze! Ich hab gegen Glatze gespielt. Ich würde gerne versuchen, den zu killen. Und dich gewonnen. Ich speichere mal vor. Halt. Ich sage Gesetz, es für dich also Gesetz. Gesetz. Aber nicht lehren. Warum Meister töten, großer Mirsa? Jetzt sie mich töten. Ich Meister nicht beschützt. Was ich machen, Mirsa? Was ich machen? Bleib hier drinnen, mach Tür zu. Ja, alles macht man falsch hier. Mann! Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. So. Geh einfach die Treppe hoch. An der Wohnung der Anführer und am Harem vorbei. Dann kommst du zur Tür vom Boss. Ich guck mich hier mal um, sorry. Komm ich nicht dran vorbei. Ah doch, einfach hier so. Tja, das war's mit Kochen. Das war's jetzt. What? Ist das der Boss jetzt?
Hey. Hey. Was machst du denn hier? Hau ab! Hast du mich nicht verstanden? Nichts für mich. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Genau in diese Richtung weitergehen. Hä? Ich hab's gar nicht. So. Komm ich rum, Leute? Mal los! Was dauert da so lange? Der ist das. Komm endlich her! Hä? Vergib mir, Uli Mirsa. Ich Du bist ein Hund. Halt deine Fahrt. Weniger als ein Hund. Das Wasser ist für Menschen. Für den Meister. Verstehst du? Hey, du. Komm schon, die Treppe hoch mit dir. Beweg deinen Arsch hierher. Nicht gerne. Ja, Uli Mirsa. Wirf das Stück Scheiße hier raus. Mach schon. Sofort. Ja, ja, Uli Mirsa. Was? Lass das, wenn du keinen Ärger willst. Hör sofort damit auf. Was zum? Das ist deine letzte Chance. Das ist jetzt deine letzte Warnung. Gut, dass du auf mich hörst. So ist es richtig. Ich würde einfach... Oh, ich würde so gerne losballern. Ihr glaubt es nicht. Ich würde es einfach... Oh, das ist gerade schwer, ne? Bisschen. Oh. Hier darfst du nicht hin. Ja gut, ich weiß nicht hier wegen, ne? Wegen Dings. Hey, hübscher Junge. Wo kommst du denn her? Da würde ich halt eher eine nächste Folge machen. Und das dann ausprobieren. Weil nachher funktioniert es nicht, nachher GEMA und so ein Kram hier, ne? Ist alles vergoldet. Weil nachher, ja, wird hier gesagt, es geht, das darfst du nicht machen. Aber es war ja bei Last Light auch alles okay. Komm zu mir, wenn ich versuch's mal. Du gesprochen hast. Ich werde dich nicht enttäuschen. Achso, geht das dann? Ein Mädchen wie mich findest du sonst nirgends. Ja, Halbhaarkopf. Lass mich hier rein. Ah, sofort. Hey, lass das, wenn du keinen Ärger willst. Steck deine Waffe weg, sofort! Hast du einen anderen Empfang erwartet? Steck deine Waffe weg. Hier können wir ohne Masken reden. Ich vertraue allen Anwesenden. Oh, jetzt habe ich gar nichts mehr. Kommt es dir komisch vor, dass mich deine Dummheiten nicht ärgern? Tja, weißt du, diese Welt ist rau und chaotisch. Ich gebe mein Bestes, um etwas Ordnung zu schaffen. Denn ohne Ordnung gibt es keine Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Und ohne Hoffnung kann man nicht leben. Aber lass uns auf den Punkt kommen. Du bist definitiv nicht hier, weil du die Landschaft so schön findest. Doch. Also hast du ein Ziel. Und dieses Ziel ist vermutlich weit von hier entfernt. Ich habe Respekt vor Menschen mit einem Lebensziel. Daher bin ich bereit, dich mit Treibstoff für deine Reise zu versorgen. Im Gegenzug verlange ich auch nicht viel. Übergib Giul an mich. Bring sie zu mir, dann haben wir alle gewonnen. Ich bekomme Giul und du deinen Treibstoff. Ich nehme ja eine Tasse. Alle werden lange und glücklich leben. Und? Die Giul ist längst gekommen. Jetzt wirst du für alles bluten. Ah, und die ganzen anderen sind alle weg. Dieser Feigling! Meinst du, ich wäre dumm? Ihr wolltet keinen Deal!
Wir müssen diese Hunde töten. Ich glaube, hier geht's gleich wirklich ab. Artyom, was ist los? Jun, du bist schwach und du schätzt die Schwachen. Aber so funktioniert die Welt nicht. Sorry. In ihr gewinnen immer die Starken. Unsere Stärke liegt in unserer Einheit, in unserem Glauben. Können wir sie besser anleiten, davor beschützen, in der Wüste zu verschwinden. Aber du bist deine Leute in die Irre. Sie halten dich für ein Idol. Du hast diese Aura der Rebellion, die Anziehungskraft des Verbotenen. Eine Augenprobleme liegt in der Welt. Zum Glück wird warum spricht er nicht mehr? Artyom, ich gehe da rein, bevor der Hund wegläuft. Ich fange ihn und öffne die Tür für dich. Warte! Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, gebt auch noch einen Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Tschüss.